Heute werden wir König. Aber als König ist es nicht immer leicht. Wir müssen einige Aufgaben erledigen, um ein guter König zu sein. Ob uns das gelingen wird, seht ihr in der heutigen Folge. Ich wünsche euch viel Spaß mit Murder. Was geht ab oder so, Crew? Willkommen zurück zu Murder to Kill or Not to Kill. Wir haben einige Aufgaben heute zu erledigen, um der perfekte König zu werden, ja? Dementsprechend haben wir hier unsere Erfolge, ja? Und ihr seht schon, wir haben hier einige Erfolge freigeschaltet. Unter anderem ein glücklicher Käfig. So, und zwar müssen wir hier... Das ist das Einfachste überhaupt, ja? Der Typ heißt Happy übrigens, ja, der mit den pinken Haaren. Dann gibt's Abracadabra, da werden wir zu einem Frosch. Romeo und Julia, wenn wir vor unserer wahren Liebe weglaufen. Dann gibt es den betrunkenen König, wenn wir Gift trinken. Den Erfolg, wenn wir wirklich König werden. Dann haben wir hier die Herzattacke, also den Herzinfarkt, ja, wenn wir hier kurz vor der Tür dann den Herzinfarkt bekommen, ihr kennt das. Dann haben wir hier nämlich noch Maniac, ja, das ist der verrückte König. Nämlich müssen wir hier 30 Menschen in den Käfig werfen, beziehungsweise in den Kerker. Wir werden der perfekte König, wenn wir diese Aufgaben erledigen. Deswegen werden wir heute auf jeden Fall erstmal 30 Leute in den Käfig werfen. Dann haben wir hier, sehe zweimal dasselbe Ende. Das haben wir auch schon geschafft. Déjà-vu ist sehe dasselbe Ende fünfmal. Und dann haben wir zu guter Letzt, wenn wir alle Erfolge haben, den Rose King oder Rosé-König. Ich weiß nicht, was das sein wird, aber dann, wenn wir alle Aufgaben erledigt haben, sind wir der perfekte König. Lasst uns reinstarten, Freunde. Let's go. Okay, wir starten rein. Wir haben hier wieder unseren Knappen und wir müssen jetzt hier unserem König erstmal eine über die Wanze hauen. Okay, vorsichtig, Leute. Wir lassen uns nicht erwischen, wir lassen uns nicht ertappen, denn dieser König wird jetzt besiegt. Und wir müssen fünfmal hintereinander dasselbe Ende erleben. Und wir müssen 30 Leute in den Käfig schmeißen. Das sind unsere beiden Aufgaben, die wir jetzt erstmal machen werden. Und mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Okay, wir lassen uns hier nicht erwischen. Wir werden den jetzt auch mal in den Käfig werfen. Gar kein Problem. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Fünfmal dasselbe Ende erleben. Okay, um der perfekte König zu sein. Das heißt, wir werden versuchen, wahrscheinlich fünfmal zu heiraten und das einfach auszuprobieren. Ob das funktionieren wird. Oder vielleicht klappt es ja auch mit Happy. Dass wir fünfmal Happy einfach werden. Ich weiß es nicht. Wir probieren es aus, ob es das sein wird, ob das funktioniert. Fünfmal hintereinander, Leute, okay? Oh mein Gott, okay. Oh je, Mine. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Party. Wir werden abgeknutscht. Oh nein, Hilfe. Game over. Mal gucken, ob das wirklich dieses... geheime Ende mit sich bringt, ob wir das schaffen werden, Freunde der Nacht. Der König wird erstmal platt gemacht, kriegt erstmal eine dicke Beule und wir probieren es weiter, Freunde. Die lassen wir uns auf jeden Fall nicht die Flasche überhauen. Übrigens, es gibt noch ein Spiel, Leute, was so ähnlich ist. Falls ihr wollt, dass ich das mal zocke, gebt jetzt mal hier dem Video ein Like und generell liked mal das Video und schaut die letzten Videos an. Das wäre nämlich super cool und super interessant, wenn wir das auch noch zocken können. Wir lassen uns hier erwischen. Mal gucken, ob wir dadurch der perfekte König werden, Leute. Ich weiß es nicht. Kriegen wir den Erfolg, um erfolgreich der beste König zu werden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich... Ich glaube, da fühlt er sich nicht ganz so wohl, unser König hier. Haha, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob das klappt. Das war jetzt auch erst das zweite Mal. Batz. Der König ist hinfort. Wir sind's mal wieder. Der Typ mit der hässlichsten Frisur überhaupt. Der Topfschnitt. Das ist absolut der Wahnsinn. Okay, da kommt wieder Happy. Wir lassen uns von Happy wieder mitnehmen. Lassen uns an die Wand fesseln. Und er darf uns dann abknutschen. Ich weiß, das ist mega komisch. Frag nicht, okay? Ich will auf jeden Fall der beste König werden. Das ist das Ding. Okay, es ist ein drittes Mal. Ein drittes Mal. Okay. Müssen wir aufpassen. Junge, wie oft dreht er sich denn bitte um, der König? Der König! Mr. König, Sir. Let's go. Okay, König ist beseitigt. Hallöchen, Happy. Wie geht's denn so? Wie geht's, wie steht's? Willst du mich mitnehmen und ein bisschen rumknutschen? Haha, nein! Hilfe, lauf weg! Oh mein Gott. Ja! Fünfmal! Wir haben es freigeschaltet. Geil, Leute. Den Erfolg Déjà-vu haben wir geschafft. Jetzt setzt es, Leute. Wir müssen 30 Leute ins Gefängnis packen, okay? Werden wir das schaffen? Ich denke schon, Mann. Ich denke, wir werden es schaffen. Und wenn wir das geschafft haben, sind wir der krasseste König und haben das Spiel tatsächlich durchgespielt.
Und das ist mein Ziel. Ich will das unbedingt durchspielen. Zack, weg mit dir. Yeah. 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 So. Eine Person. Du, 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 du. Du, du, du. Zwei Leute. Der Typ mit seinem Schnorres. Jetzt. Drei Leute. Weg mit dir. Und du kommst auch weg. Ab mit dir. Aber ich glaube, wir müssen uns tatsächlich auch priestern lassen, um weiterzuleben, gell? Ich glaube, das gehört dazu. Aber egal, Leute. Wir werden einfach alle in den Knast stecken. Es ist mir egal. Die ist mir nicht ganz wohlgesonnen, aber du kommst jetzt weg. Und weg. Okay, 7. Nummer 8, glaube ich, ist es jetzt. Nummer 9. Weil so weiß ich es nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob wir das zeitlich schaffen, weil wir haben schon Schnurrbart und werden alt. Unser halbes Leben ist tatsächlich schon fast vorbei. Nö, weg mit dir. Du kommst auch in den Knast. Alright, weg mit dir. Whatever das ist. Weg mit dir, Mann. Du hast nur einen Zahn. Der hat einfach nur einen Zahn, Alter. Das ist nicht gut. Werden wir das schaffen? Ich hoffe so sehr, dass wir es schaffen werden. Dann würde sich das hier heute richtig lohnen. Das wäre mega, mega cool. Die Zeit läuft und läuft und läuft und läuft. Wir sind schon richtig alt. Bitte, ich stecke einfach alle ins Gefängnis mit euch. Weg mit dir. Lass mich in Ruhe. Meine Zeit läuft davon. Ich werde einen Herzinfarkt kriegen, wenn es nicht gleich hier zu Ende geht. Oh mein Gott. Das wird unser Untergang. Okay, wir sind immer noch am Leben. Wir sind aber steinalt. Wir laufen, wir laufen, wir laufen. Und wir laufen jetzt wahrscheinlich ins Ziel und werden jetzt an einem Herzinfarkt sterben. Ja, Achtung. Finito. Oh nein. Oh Mann, ey. Ich glaube, wir müssen es nochmal probieren, Mann. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe es jetzt ein bisschen trainiert. Ich krieg das jetzt hin. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Okay, okay. Okay, ich mache hier ganz kurz einen Cut und wir sehen uns gleich, wenn ich es fast geschafft habe, okay? Keine Fehler machen. Wir dürfen keine Fehler machen. Wenn wir Fehler machen, kann es fatal werden und wir können dieses Geheimnis nicht schaffen. Es ist extrem schwer an der Stelle. Es ist wirklich, wirklich schwierig, das hinzubekommen, Leute, dass man 30 Leute in der gewissen Lebenszeit, die man hat, ins Gefängnis zu stecken. Aber wir werden es hinbekommen. Nicht mit mir. Ab in die Knast. Ich weiß nicht, wie viele wir schon ins Gefängnis gesteckt haben, Mann. Ich weiß es nicht, aber es sind so viele. Ich will das heute hier schaffen. Ich muss es schaffen. Bitte noch eine Person oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viele. Bitte. Ja, wir haben es. Oh mein Gott. Die letzte Person und wir haben es einfach geschafft. 30 Leute im Gefängnis. Was passiert jetzt? Oh mein Gott, wir haben es geschafft, das Secret, 30 Menschen ins Gefängnis zu stecken. Ich glaube, wir kriegen eh einen Herzinfarkt. Oh mein Gott, trotzdem ist das insane. Bro, wir haben es geschafft. Oder so, Crew, wie heftig, Alter. Und wir haben es geschafft, der Rose King, was auch immer. Wir haben alle Erfolge freigeschaltet. Und damit sind wir der perfekte König. Ladies and Gentlemen, wir haben das Spiel durchgespielt. Lasst alle ein Like da, weil es sehr, sehr nice ist. Wir sehen uns. Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut auf lastoderso.de vorbei für coolen Merch. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Haut rein. Ciao.